Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Nachdem wir in der letzten Episode hier im Sumpfpalast den dritten Dungeon, den wir uns hier in Lorule ausgesucht haben, die Königin der Zoras als Weise befreit haben, wir waren ja komplett erstaunt, was, seit wann ist die Königin der Zoras denn eine Weise? Ja, die Königin hat sich als Weise entpuppt. Wir haben ja einmal den Schmeichelstein zurückgegeben, als ein übler Schuft mit den Pegasusstiefeln ihr den geklaut hat. Aber dass sie dann eine Weise ist, das hätte man ja unmöglich vermuten können. Und natürlich hatten wir auch schöne Wasserrätsel hier mit dem Enterhaken. Ist ja auch cool, dass wir da mal ein neues Item gesehen haben. Und ich würde jetzt sagen, da wir drei von den insgesamt sieben Weisen jetzt schon befreit haben, verbleiben noch vier. Und genau die werden wir jetzt noch holen gehen. Hier sehe ich gerade noch ein verirrtes Maimai, was ich natürlich eben mal holen werde. Alles klärchen. Und schau mich hier noch ein wenig um. So richtig umgeguckt haben wir uns ja noch nicht. Hier gibt es noch irgendwie so einen Turm mit so einem Riss. Waren wir schon drin? Kamen wir da nicht bei einem anderen Turm raus oder wie war das? Genau, hier kamen wir. Obwohl, haben wir das Portal schon benutzt? Ich weiß gar nicht so recht. Und boah, sieht das hier auffällig aus. Zwei Steine. Das sieht mega danach aus, dass ich da eine Bombe hinlegen müsste. Also nehme ich mal kurz eine. So. Das sieht irgendwie so mega auffällig aus. Fragt mich nicht, wieso. Und es ist auch ein Eingang da. Gut, ich werde schon hier von voll vielen Nebenquests abgelenkt und komme gleich dazu, was ich eigentlich sagen wollte. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es ist alles meine Schuld. Entschuldige bitte. Bei wem entschuldigt der sich denn? Wer bist du? Hat meine Frau dich geschickt, um mich zurückzuholen? Wie hast du mich eigentlich hier gefunden? Ich hatte den Eingang doch so gut getarnt. Du bist also nicht gekommen, um mich nach Hause zu holen? Hast du nicht vielleicht Lust, mir zu helfen? Bist du ein klardenkender Mensch? Ja, ich denke schon. Wirklich? Mir gehört ja dieser Laden in Kakariko. Eines Tages fiel mir im Angebot des Straßenhändlers nebenan etwas auf. Er verkaufte einen Apfel, der einen angeblich klar denken lässt, wenn man ihn isst. Das klang so reizvoll, da habe ich etwas Geld aus der Kasse genommen und ihm den Apfel abgekauft. So einen Apfel würdest du doch auch haben wollen, oder etwa nicht? Ja, das hört sich super an, na klar. Wirklich? Du würdest ihn haben wollen? Du scheinst auch nicht gerade klar zu denken. Dieser Apfel, ich habe ihn gegessen und nach ein paar Stunden setzte die Wirkung ein. Schreckliche Schmerzen, Stunden auf dem Klo, reden wir nicht weiter davon. Aber am nächsten Morgen geschah es. Mein Magen ging es wieder gut. Alles war wieder ganz normal. Eigentlich ist alles am besten, wenn es ganz normal ist, dachte ich mir. Verstehst du? Meine Gedanken waren plötzlich klar. Ich hatte eine große Einsicht gewonnen. Aber als meine Frau davon erfuhr, wurde sie fuchsteufelswild. Ihre Gedanken waren absolut nicht klar. Sie warf mir an den Kopf, ich hätte mich reinlegen lassen. Stundenlang machte sie mir die Hölle heiß. Das war der Grund, warum ich mich hier versteckt habe. Findest du auch, dass ich mich habe über den Tisch ziehen lassen? Ja, für einen Apfel, der vielleicht aber erstmal so toll klingt, aber der nur Magenschmerzen verursacht. Dich hat man definitiv über den Tisch gezogen. Wusste ich's doch. Für jemanden, der nicht klar denkt, hast du aber eine seltene Gemütsruhe. Bis sich meine bessere Hälfte wieder etwas beruhigt hat, kriegen mich keine 10 Pferde nach Hause. Nur dumm, dass du mein Versteck entdeckt hast. Am besten verziehe ich mich in irgendein Verlies. Als Itemhändler weiß ich aber natürlich, dass man nicht ohne Fluchtfrucht in ein Verlies gehen sollte. Kannst du mir eine bringen? Das wäre meine Rettung. Natürlich kann ich dir eine bringen, mein Lieber. Dann werden wir das mal schnell erledigen. Und zwar, werden wir das, wo machen wir das? Hier ist ja gleich die Mutter Maimai nebenan und da gibt es ja auch einen, kleinen Händler. So, und was ich erzählen wollte. Wir haben, ja, uns ja in der letzten Episode mit dem Dungeon beschäftigt, mit dem Sumpfpalast. War ja auch alles schön und gut. Und jetzt werde ich mich nicht nur ein paar nehmen, warte, bist du die Fluchtfrucht? Jetzt werde ich mich nicht nur ein paar Nebenquests hier, annehmen, sondern ich werde hier auch mal, noch ein bisschen so die Gegend erkunden. Wir waren ja noch nicht überall. Wir werden noch ein paar neue Gebiete sicherlich entdecken. Oder auch, ja, wie ihr seht, ein Nebenquest mit einem komischen Mann, der einen Apfel für unglaublich viel Geld gekauft hat und dann nur Magenkrämpfe davon hatte. Also, richtig genial. Würde ich immer wieder machen. Immer wieder diesen Apfel kaufen. Der hört sich doch super an.
Nee, auf jeden Fall, ja, werden wir neben den Nebenquests, ja, abseits der Nebenquests, nicht so einen schlechten Wortwitz, neben den Nebenquests, ah. Nee, auf jeden Fall, ja, abseits der Nebenquests, werden wir auch noch zum nächsten Tempel aufbrechen, wenn ich mal die Karte eben von Lorule einblende. So, dann seht ihr ja im Südwesten noch ein X, da haben wir verzweifelt probiert, mit dem Rubin-Spiel da irgendwie zum Tempel zu kommen. Und was weiß ich nicht probiert. Aber Leute, der Weg ist eigentlich relativ simpel. Ich habe mich ein bisschen informiert, mich ein bisschen kundig gemacht. Und dann werden wir uns auch in dieser Episode auf zum Dungeon machen. Aber erstmal dem alten Mann hier helfen. So, du möchtest gerne in ein Verlies. Dann würde ich dir die Fluchtfrucht bringen. Ah, du hast ja eine Fluchtfrucht. Würdest du mir die Fluchtfrucht bitte überlassen? Na gut. Es ist ja auch nicht so, dass ich extra für ihn losgelaufen bin. Mensch, vergesslich ist der alte Mann auch noch. Na ja, gut. Danke, danke, tausend Dank. Bitte lass mich dir im Gegenzug das hier geben. Bum. 100 Rubine, okay. Jetzt brauche ich kein Verlies mehr zu fürchten. Nanu, warum zittert meine Stimme denn so? Ach, anscheinend war es doch keine Fluchtfrucht, die mir gefehlt hat, sondern der Mut. Naja, wie dem auch sei, kein Wort zu meiner Frau, ja? Nee, du kannst ruhig in deiner Höhle hier bleiben. Ich sag keinem was. Ist auch nicht so nett eingerichtet, wenn ich dir das mal so ehrlich sagen darf. So, und genau, nach Lorule brauche ich ja gar nicht mehr. Wir machen uns direkt auf zum nächsten Dungeon. Ich wollte schon den Namen verraten, weil ich mir den auch, ja, habe spoilern lassen. Der war in der Komplettlösung nämlich erwähnt. Aber für euch behalte ich die Spannung noch. Und was ich auch noch sagen wollte, 100 Rubine, ob das jetzt wert war. Ich habe eher, oh, wie kommt man denn da oben dran? Ja, ich habe eher mit einem Herzteil gerechnet, aber na gut. Sei es drum, ist nicht schlimm. Gibt es hier noch ein verirrtes Maimai im Wasser? Einfach mal gucken. Nee, sieht nicht so aus. Hätte ja sein können. Gut, aber immerhin 50 Rubine Profit gemacht. Sehen wir es einfach mal positiv. So, und ich zeige euch jetzt auch mal, wie man jetzt letzten Endes... Ja, ihr seht es eigentlich da hinten schon oder habt jetzt kurz einen Blick erhaschen können. Nämlich hier hinten links befindet sich noch so ein Riss. Wenn wir diesen Riss hier nehmen, ihr werdet nämlich auch sehen... Hier hinten links, oder das sieht man zumindest auf der Karte, wenn wir ranzoomen, befindet sich so ein kleines Wüstengebiet. Da können wir in der normalen Welt hier nicht hin, aber wenn wir diesen Schattenriss nehmen, oder diesen Zeitriss, wie man ihn auch immer nennen will, diese Spalte hier, dann gelangen wir plötzlich... Link, Held von Hyrule. Die Wüste ist ein Ort, an dem Leben nur schwer bestehen kann. Auch hier gibt es einen Tempel. Einer der Weisen muss sich dort befinden. Ich spüre, dass dieser Weise eine besondere Kraft hat. In diesem Gebiet wirst du einen Gegenstand brauchen, mit dem du den Sand beeinflussen kannst. Also, mache dich ans Werk, Link. Dies sind die Worte von Hilda von Lorule. Alles klärchen. Ja, was seid ihr denn für Viecher? Die sehen ja lustig aus. Ja, was ich sagen wollte, mit diesem Schattenriss... gelangen wir dann wieder, ja, nach Hyrule, sind erstmal in so einem kleinen Sumpfgebiet und können dann von hier aus, ja, das Wüstengebiet betreten. So, und ihr nervt mich richtig, ich schleudere mal eure Geschosse zurück, wenn die mal hier nochmal kommen. Ja, oder wehr sie zumindest ab. Na, komm nochmal runter. So, wunderbar, Herz nehme ich auch noch mit. Gut, und wer bist du hier? Vogelmaskenträger. Ach, wären die kleinen Vögelchen doch noch bei mir. Aber sie haben sich ja alle zu Monstern verwandelt. Deshalb will ich jetzt auch zum Monster werden, hab mir diese Maske aufgesetzt und singe Monstera. Ich habe versucht, mich mit den gelbflügeligen Monstern hier in der Gegend anzufreuen. Aber sie spucken immer ihre Bomben auf mich, wenn sie herunterkommen. Hätte ich nur ein Schild, könnten wir uns vielleicht näher kommen. Ja, der Typ will wahrscheinlich ein Schild haben. So wie der Typ in der Höhle will, der wahrscheinlich ein Schild haben anstatt eine Fluchtfrucht. Gibt uns dann wahrscheinlich auch eine Rubine, deswegen lasse ich das erstmal, merke ich mir aber für später. So, und wenn wir jetzt hier durch den Sumpf gehen, dann gelangen wir zu mehr Sumpf, okay. Ah, zu solchen Würmern noch im Sumpf, okay. Dann noch zu einem Wetterhahn hier oben. Da unten habe ich auch ein verirrtes Maimai gesehen. So, und dieser Wetterhahn ist wunderbar aktiviert, zeigt auch den Sumpf des Bösen an. Ja, ich speichere auch gerne... Ja, und von dem Sumpf aus kommen wir in die Wüste, wo wir auch ein spezielles Item brauchen werden, da der Ort gefährlich ist, wie wir von Hilda erfahren haben. Und welches Item das ist, kann man sich eigentlich schon denken. Die Wüste, was gibt's in der Wüste? Richtig, da gibt's Sand. Und ja, da brauchen wir natürlich logischerweise den Sandstab. Also kann man diesen Dungeon zum Beispiel erst machen, wenn man das Diebesversteck gemacht hat, da man ja dort
ja, nach dem Diebesversteck erst von der Diebin diesen Sandstab bekommt. Beziehungsweise dann erst den Sandstab erhält, um dann schlussendlich, ja, ihn bei Ravio kaufen zu können. Gut, ja, hier raus, keine Zeit verlieren. So, und da sieht man auch schon, da oben sind die Aasgeier. Wir befinden uns in der Wüste. Ja, da sind sie hier alle wundervoll. Ah, komm, ihr könnt verrecken mit einem schönen Schlag des verstärkten Master Swords. So, und ich weiß auch gerade gar nicht, ich erkunde hier, wie gesagt, ein bisschen. Wir sehen ein paar neue Gebiete. Na, hier kommen wir nicht wirklich weiter. Da ist so ein versperrter Riss. Wie auch immer wir den aufkriegen. Aber ja, wir erkunden hier ein bisschen die Wüste. Hier haben wir noch einen Riss. Oh, das sieht auch so rot aus. Das kann ja nichts Gutes bedeuten, aber wir sind natürlich mutig und gehen trotzdem rein. Ist ja ganz klar. So, alles klärchen. Ah, wahrscheinlich rot, weil man hier im Wasser direkt ist. Keine Ahnung. Vielleicht auch einfach nur rot wegen Sumpf des Bösen. Und hey, das ist ein Herzteil. Na, da müsste ich dort oben an der Wand entlang. Aber reicht da meine Ausdauer? Das wäre ziemlich lang. Egal, wir können es trotzdem mal probieren. Ich meine, ja, ein Versuch ist es doch wert, an das Herzteil zu gelangen. Also einfach mal mit voll... Achso, hier sind eh Steine. Gut, dann macht das gar keinen Sinn. So, und hier komme ich auch gar nicht rüber. Okay, das heißt, ich muss zwangsläufig hier irgendwie durch den Sumpf gehen. Okay. Und muss hier irgendwie einen Weg, ja, nach oben finden, zum Tempel. Und wie gesagt... Ah, da ist noch ein verehrtes Mai-Mai. Yes. Und ja, was ich sagen wollte, wie ihr sicherlich, ja, auch feststellen konntet, ich habe es ja auch gesagt, der Sandstab, den bekommt man nach dem Diebesversteck. Also ist es doch nicht so ganz, ah, da oben muss ich hin, okay, ist es doch nicht so ganz in der freien Entscheidung oder liegt es nicht so ganz in der freien Hand, welchen Dungeon man jetzt zuerst macht, obwohl eigentlich die Entscheidungsfreiheit immer noch relativ gut aufrechterhalten wird, auch wenn man jetzt vielleicht das Diebesversteck zuerst machen sollte oder zwangsläufig auch machen muss. Und ich glaube, wir müssen doch erst noch ein bisschen was in der Wüste machen. Wie gesagt, ich habe mir hier auch, ja, jetzt nicht wirklich viel angeschaut. Ich habe mich nur einmal kurz eingelesen, wie das hier ungefähr zu funktionieren hat. Wollte mir aber auch nicht zu viel spoilern lassen, sodass wir hier noch einen kleinen Erkundungsdrang haben. So, hier oben sind wir nämlich dann an der gleichen Position, wo eigentlich der, ja, was wollte ich sagen? Der Wetterhahn wäre, genau, der Wetterhahn wäre. So, den Rubin, den bekommen wir mit Enterhaken, ganz genau. So, und hier kommen wir nicht weiter. Und hier drüben würden wir weiterkommen. Wird uns das... Nee, Moment mal. Das wird uns nichts bringen. Und jetzt kommt auch gerade der Tipp ins Spiel, worauf ich eigentlich auch zurückkommen wollte. Nämlich, wir müssen den Sandstab nehmen hier. Leisandstab mal ausgerüstet. Denn mit dem können wir ja... Zack. Solche Sandsäulen oder solche Sand... Ja, wie soll man die nennen? Einfach solche Sandsäulen aus dem Boden holen oder aus dem Sand holen, mit denen wir uns dann hier weiter fortbewegen können, um dann schlussendlich zu so einem schönen Riss hier zu kommen. Ah. Wunderbar. Der uns nämlich hier rüber führt. Aha, aha. So, so. Gut, gut, gut. Und dann kommen wir hier doch immer näher zum Dungeon, oder nicht? Ja, hier sehen wir noch einen Riss. Okay. Da werde ich jetzt erstmal noch nicht hingehen. Ja, nicht so weit. Nicht so weit, Link. Sondern ich werde auch nochmal hier oben, okay, hier oben gibt es nichts. Ich wollte gerade sagen, können wir nochmal da oben schauen, ob wir so irgendwie ans Herzteil kommen. So aber eher nicht. Wir gehen lieber hier durch den Riss und gehen wieder nach Hyrule zurück. Also ziemlich viel Reisen hier für den armen Link. Der muss hier die ganze Zeit quer durch Link und Schattenwelt, wollte ich schon sagen. Licht und Schattenwelt reisen. So, und wir gucken nochmal, wie wir hier mit der Sandrod weiterkommen, mit dem Sandstab. Ja, ich habe eine schöne... Ja, das war natürlich ganz clever von mir, darunter zu springen. Was ich sagen wollte, ich habe mir natürlich schöne englische Lösungen angeguckt, weil es so wenige Deutsche zu dem Spiel gibt, deswegen hier auch schön die englischen Begriffe mal verwenden. Aber was ich sagen wollte, dadurch, dass wir jetzt da runtergefallen sind, ja, blöde Geschichte, auch coole Sand, wie soll man den nennen, sind das Sandkrabben, sind das Sandgolems, wie dem auch sei, dadurch müssen wir jetzt den Weg hier nochmal machen. Aber ein Glück, dass der Weg hier nicht so lange ist, beziehungsweise ja, dass wir den relativ schnell hier abgelaufen sind. Und dann dürften wir auch gleich schon beim nächsten Tempel sein. Also ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt so lange dauern sollte. Wir gehen einmal hier runter, dann hier wieder rüber und dann muss ich es nur mit dem Sandstab auch richtig hinkriegen. Gut, also Sandstab, Sandstab. So, da müssen wir jetzt aufpassen, dass hier der Adler uns nicht irgendwie runterhaut. Na, komm her, komm her. So, wunderbar, bist weg. Hier drüben können wir dann wieder an die Wand.
So, ich werde einfach mal hier oben weiterlaufen. Wer weiß, was hier noch kommen wird. Ah, hier sind Steine, da können wir eh nicht weiter. Also gucken wir mal. Hier können wir hoch. Hier ist auch ein Wetterhahn. Alles klar, hier kann man kurz abspeichern. Finde ich natürlich super. Okay, das Spiel speichere ich gerne. Okay, und wenn wir dann hier rüber gehen, so, dann kommen wir dann schon in den nächsten Tempel? Nee, ne? Nee, doch, doch. Leute, doch. Hier, wir kommen in den Wüstentempel. Okay, aber ich würde sagen, um die Spannung aufrechtzuerhalten, ihr habt ja nur einen kleinen Einblick bekommen, würde ich sagen, geht's dann hier in der nächsten Episode weiter. Ihr dürft gespannt sein, was hier noch im Wüstentempel auf uns warten wird. Die Folge ist zwar etwas, ja, kürzer als die anderen, aber ich denke mal, so eine kurze, knackige Folge geht auch mal. Und ich hoffe einfach mal, dass euch diese Episode gefallen hat. Das ist jetzt die große Verwirrung, die ich geschaffen habe, weil ich nicht wusste, wie es hier hingeht. Zum Wüstentempel, beziehungsweise zum Desert Palace. Wie gesagt, ne, ich habe die englischen Lösungen verwendet. Auch ich muss mal vielleicht nachgucken. Aber Hauptsache, die Verwirrung ist aufgedeckt. Ihr wisst jetzt, wie man hier hinkommt. Ich hoffe, ich konnte euch damit vielleicht sogar ein bisschen helfen. Wäre ja ganz nett. Ja, wenn ich euch damit auch helfen kann, wenn ihr das Spiel selber spielt. Ja, und ansonsten würde ich auch einfach sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, dass euch, ja, diese Episode, wie gesagt, gefallen hat oder vielleicht sogar hilfreich war. Und ansonsten würde ich sagen, geht's dann in der nächsten Episode auf in den Wüstentempel, den vierten oder die vierte der sieben Weisen retten. Wir wissen ja nicht, wen es da zu retten gibt. Ich bin aber auf jeden Fall schon mal gespannt drauf. Ich hoffe, wie gesagt, ihr auch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Nachdem wir in der letzten Episode hier im Sumpfpalast den dritten Dungeon, den wir uns hier in Lorule ausgesucht haben, die Königin der Zoras als Weise befreit haben, wir waren ja komplett erstaunt, was, seit wann ist die Königin der Zoras denn eine Weise? Ja, die Königin hat sich als Weise entpuppt. Wir haben ja einmal den Schmeichelstein zurückgegeben, als ein übler Schuft mit den Pegasus-Stiefeln ihr den geklaut hat. Aber dass sie dann eine Weise ist, das hätte man ja unmöglich vermuten können. Und natürlich hatten wir auch schöne Wasserrätsel hier mit dem Enterhaken. Ist ja auch cool, dass wir da mal ein neues Item gesehen haben. Und ich würde jetzt sagen, da wir drei von den insgesamt sieben Weisen jetzt schon befreit haben, verbleiben noch vier. Und genau die werden wir jetzt noch holen gehen. Hier sehe ich gerade noch ein verirrtes Maimai, was ich natürlich eben mal holen werde. Alles klärchen. Und schau mich hier noch ein wenig um. So richtig umgeguckt haben wir uns ja noch nicht. Hier gibt es noch irgendwie so einen Turm mit so einem Riss. Waren wir schon drin? Kamen wir da nicht bei einem anderen Turm raus oder wie war das? Genau, hier kamen wir. Obwohl, haben wir das Portal schon benutzt? Ich weiß gar nicht so recht. Und boah, sieht das hier auffällig aus. Zwei Steine, das sieht mega danach aus, dass ich da eine Bombe hinlegen müsste. Also nehme ich mal kurz eine. So. Das sieht irgendwie so mega auffällig aus. Fragt mich nicht, wieso. Und es ist auch ein Eingang da. Gut, ich werde schon hier von voll vielen Nebenquests abgelenkt und komme gar nicht dazu, was ich eigentlich sagen wollte. Was? Tut mir leid, es tut mir leid. Es ist alles meine Schuld. Entschuldige bitte. Bei wem entschuldigt er sich denn? Wer bist du? Hat meine Frau dich geschickt, um mich zurückzuholen?